Oh, hey, hey. 58, ne? Schaffen wir noch bis an Hasen. Ja. Aber wenn du zur Spitze musst, schaffst du es immer zur Spitze. Aber die kommt eh wahrscheinlich erst bei mir, oder? Das war ein hektischer Aufbruch jetzt. Relativ spontan überlegt, heute Morgen hier zum See zu fahren und gucken, ob wir den Sonnenaufgang fotografieren können. Wir hatten zwar gestern Abend drüber gesprochen, aber dann haben wir uns nicht mehr geeinigt, ob wir das machen oder nicht. Und um 10 vor 6 kam meine Schwester gerade runter zu mir ins Zimmer und hat mich geweckt. Ich denke, das ist aber spät und wenn um 6.13 Uhr Sonnenaufgang ist, wir müssen auch herkommen und so. Aber ja. Moni, glaub, du musst rum. Also entweder musst du zur Spitze oder wir müssen da weiter rum. Da sind ja doch ein paar Bäume hinten. Ja, 6.13 Uhr Sonnenaufgang oder so. Leckerlis bestechen, damit sie den Stock liegen lässt. Aber oh, unbedingt in den Stock mitnehmen. Gedauert. Ich habe bestimmt eine Stunde, anderthalb, vielleicht sogar zwei Stunden, ich weiß nicht genau, wann ich angefangen habe, gebraucht für den Import von den Videos von heute Morgen und naja, gestern auch. Gestern hatte ich auch noch auf der Karte, das habe ich gestern nicht mehr importiert. Und da wir da heute Morgen dann ziemlich spontan los sind, waren sie halt noch drauf. Cookie, was los? Was ist los? Mir hat gerade jemand einen Snap geschickt, also einen direkten Snap, dem er mir sagte, dass ihm langweilig ist. Ich kenne den oder die nicht, keine Ahnung. Ich folge den auf Snapchat oder wir folgen uns gegenseitig. Ich kann nicht mehr genau sagen, wer das ist, weil ich die Snaps bisher auch wahrscheinlich nicht so prall fand und die mir nicht in Erinnerung geblieben sind. Was ich euch aber sagen kann, ist, wie man bei mir Minuspunkte sammeln kann. Ich glaube, der Fokus stimmt nicht ganz, naja. Und da gibt es ein paar Sachen, mit denen man ganz schnell Minuspunkte bei mir sammelt. Zum Beispiel sich darüber zu beschweren, dass einem langweilig ist. Wenn jemand Langeweile hat, dann ist er selber schuld. Es gibt keinen Grund, dass jemand langweilig sein muss. Außer man ist ins Krankenbett gefesselt vielleicht, aber auch dann kann man immer noch ein Buch lesen oder was weiß ich. Punkt Nummer 2 wäre, sich über das Wetter zu beschweren. Es ist so heiß heute, es ist so kalt. Schrecklich, vor allem weil das viele dann wirklich permanent machen und scheint die Sonne. Es ist so heiß, die Sonne ist so hell, es blendet so. Nächsten Tag regnet es, regnet. Dasselbe. Also sich über das Wetter beschweren, absolute Minuspunkte bei mir. Weil kannst du nicht ändern, musst du halt mit leben, was soll's. Und jammern macht's nicht besser. Und Punkt Nummer 3 wäre zum Beispiel, sich über die Arbeit zu beschweren, dass der Job so scheiße ist, den man hat, dass die Arbeit so scheiße ist, die man hat. Mache ich auch. Der Unterschied ist aber, wenn man sich beschwert und augenscheinlich nichts dagegen tut, dass es besser wird. Also es gibt genug, die sich wirklich täglich über ihren Scheißjob beschweren oder ihre Arbeit beschweren oder sonst was. Bleiben mit ihrem faulen Arsch aber da und versuchen nicht mehr, um was anderes zu machen oder so. Entweder ändere ich es oder ich brauche mich nicht mehr beschweren. Punkt.
Das ist noch irgendwo eine Leiter an. Oben sind immer die süßesten Früchte. Ich kann euch mal zeigen, was der Hund macht, wenn ihm langweilig ist. Wenn ihr dann langweilig ist, wirklich einen Apfel und spielt mit dem. Ich habe den ganzen Tag nichts mehr aufgenommen, weil entweder nicht mehr aufnehmen konnte oder nichts passiert ist. Also schon was passiert, aber das konnte ich nie aufnehmen und ja, dann ist nichts mehr passiert und das lohnt es sich nicht aufzunehmen. Jetzt ist es 10, halb 10. Kurz nach halb 10 und ich fahre mit meiner Schwester jetzt nochmal hier oben ins Gewerbegebiet, weil wir mal versuchen wollen, die Milchstraße aufzunehmen. Naja, wir gucken mal. Eigentlich bräuchte ich mir gar nicht vor der Kamera stellen, es wird zu dunkel, ich sehe mich sowieso nicht. Aber der Sound ist besser. Wegen dem Richtmikrofon. Könnte wirklich ein Dreck über uns sein. Ich würde sagen, du stellst dich dann aber hier hin und richtest die Kamera so aus.